Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Recycling Center Simulator. So, wo wir uns jetzt erstmal die Ausbeute der letzten Folge holen. Ah, Hubwagen. Mach keinen Blödsinn. So. Den sollte ich vielleicht ganz zum Schluss. Naja, egal. Oh, geh doch rein. So. Das war die Ausbeute. Dann machen wir den mal relativ weit nach hinten. Hier so. Juhu. So. Rein da. Wunderbar. Die amerikanischen Schrottballen, Paletten. Amerikanische Flagge. So. Juck. Nein. So. Nächster. Also Schrott war echt viel. Aber besser wäre es natürlich, wenn wir da draus schon irgendwelche Teile produzieren könnten. Was wir leider noch nicht können. Aber das kommt noch. So. Und der Recycling-Container wird auch schon fleißig benutzt. Aber wie gesagt, das ist dann mein Notgroschen. Wenn noch ein bisschen Geld fehlt. Warum hat der Hubwagen eigentlich so eine komische Lampe dran? Die jetzt verschwunden ist. Die ist jetzt nicht mehr da. Sehr merkwürdig. Tja, sind wir sogar zweireihig jetzt hier. Ne? Krass. So. Na. So. Und jetzt ist die Lampe wieder da und jetzt ist sie rot. Ich meine, klar, die Funktion ist mir bewusst. Solange wir nichts zum Heben haben, ist sie rot, und wenn wir sauber unter Palette sind, dann wird sie grün. Das Prinzip habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, warum. Naja, sie tut auch einfach so. Jetzt. Oh, deswegen. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das erspart natürlich Zeit. Wenn man einfach nur gegen die Palette fahren muss und nicht mal da reinzirkeln. Naja gut, das tut natürlich ein bisschen der Realität. Tut das Abbruch. Wirkt dann nicht so real, wenn ich nur da so ranfahren muss. Aber ich kann auch einfach besser zielen und zack. Boah, ja, seht ihr das? Boah, wunderbar bin ich da reingefahren. Boah. Ratzfatz. Ich kann halt einfach wunderbar treffen, das... Sofort gleich beim ersten Mal unter Vollgas, zack, direkt reingetroffen. Perfekt. Perfektes Gabel-Alignment hier. Das ist Hubwagenfahren. In Präzision. So, das war's, ne? Aber jetzt gibt's Papierrollen. So. Denn das war hier. Jawohl. Was ich noch kurz machen will. Hä?
Ach so. Hier muss ich die so runternehmen. Kurz hier wieder auffüllen. Neun von neun. Hier, bis hier wird es nicht gehen, ne? Ne. Oh, hier war es gar nicht so viel. So, die Palettenstapel sind wieder voll. Alle. Und dann würde ich sagen, wir produzieren mal gepresstes Plastik, wa? Plastikpellets. Und zwar 1, 3, 2. Ach ne, 100 ist ja das Maximale. Hä? 132 Kilo. Und 200 haben wir angegeben. Das heißt 51 sind 102. Okay. Ja, gibt Sinn. 50 und 15 sind 75. 76, kann das sein? 152 Kilo. Hey, ich bin zu blöd zum Rechnen, es ist zu spät schon. 32 Kilo, 132 Kilo, 66. Aber ganz genau. So. Rums. Oh, schön. Schöne Plastikpellets. Die tue ich mal hier so hin. So, und dann machen wir hier Papierrollen. Und zwar 84. 84 Kilo gepresstes Papier. Gibt 42 Rollen. Stellen wir mal hier hin. Na, hier. So. Oh. So, jetzt können wir hier abwechselnd immer das Zeug hier drauf stapeln. Ja, die ist schon voll. Nein, wollte ich nicht. Hilfe! Hilfe! Hilfe, Chaos! Hilfe, Chaos! Hilfe, Hilfe! Und auch schon wieder voll. Oh, oh. Oh, und hier ist... Ah. Na. So. Das können wir gleich wegfahren. Die haben zum Glück beide gerade aufgehört. So. Boah, das ist geil. Das sind echt viele Pellets. Sehr nicer Haufen. Doing. Sehr schicker Haufen. So. Jungs, ihr seid ja immer noch da. Geht nach Hause. Ich komme schon allein zurecht hier. Nein. Oh, ich hasse es.
Einerseits finde ich es gut, andererseits hasse ich es. So. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall über 54 Beutel mit Plastikpellets. Damit müsste sich doch was anfangen lassen. So. Und hier recyceltes Papier. Und wie wir sehen, sehen wir lauter Käsestücke da drin. Weil ihr immer die Pizzakartons wegwerft. Im Altpapier. Diese ganzen Flecken hier. Diese ganzen Flecken hier auf dem Papier. Alles Pizzastücke. Also Salamistücke und Käsestücke und so. Hm, ja, ja. Ja, ja. Hier, die zwei, die beobachten euch. Die wissen genau, was hier los ist. So, pass auf. Und die noch. Zack. Nee. Na. Ich schlage immer zu früh ein, bevor ich die Handbremse ziehe. Ja, komm. Das kleine Ding stellen wir daneben. So, zack. Oh, ich freue mich auf die Lagerroboter. Die erkennen dann wahrscheinlich automatisch, wenn eine Palette voll ist, und fahren sie hier ins Lager rein. Und sortieren das hoffentlich wunderbar. Oh, schön. So, den lassen wir gerade hier drunter stehen. Ja, doch, doch. Nicht übel, würde ich mal behaupten. Diese Plastikpellets. Papierrollen. Ja. Nicht übel, nicht übel. Und alles ist schön leer. Und dann holen wir uns hier noch ein paar Paletten. Hier haben wir zwei gebraucht. Hier haben wir ein paar mehr gebraucht. Acht. Und neun. So, diesen voll. Und da werden wir hoffentlich gleich weitere Gerätschaften kriegen. So, dann schauen wir doch mal. Verträge. Pineapple Paper und Co. Würde gern abnehmen. 30 Rollen. 24 Rollen. 30 Rollen. ...863. Oh, ich gebe die aber nicht unter 1000 her. Boah. Okay, machen die. Geiler Scheiß. Nehmt die gleich mit, bitte. So, dann haben wir nämlich noch 12. Die reichen hierfür nicht mehr. Die machen wir dann so. So, dann haben wir hier Plastikpellets. Pellets. 66. Da können wir beide nehmen. Machen wir erstmal das teurere. ...1200. Mal schauen. 987. 1100. Komm schon. Also. 1050. Aber tiefer gehe ich nicht. Nee, echt nicht. Ja. Könnt ihr euch gleich holen sogar. So, dann haben wir nochmal Plastikpellets.
den würde ich auch gleich mal mit 1100 anködern. Tausend. Ich bin hartnäckig. Ich kann die Frist einhalten, ja. 999. Echt jetzt? $980. Letztes Angebot. Na also. Gleich liefern. Zack. So, da haben wir auch noch drei dann, glaube ich, übrig, ne? Wartend. Hier, die können wir nicht mehr erfüllen. So, Sägemehl. 48, 42. Nehmen wir die 48. 550. Lumberline. Hey, ich dachte, ich hätte jetzt hier Verhandlungstalent geskillt. Irgendwie passiert da nicht viel. 540. Glatt. Boy, echt. 450. $357. $400. Na also. Geht doch. Könnt ihr euch gleich mitnehmen. Jawoll. Lagerroboter. Ruf Level 1. Sehr schön. Ruf Level 1. Ruf Level 9 meine ich natürlich. So, Speicher haben wir noch 30. Das reicht leider für beide nicht mehr. So, aber Glasstaub. 42, 36, 30, 36. Glasstaub und Flaschen. Flaschen haben wir leider noch keine. Noch nicht. So, 362. Also 400 müssten drin sein. Machen wir 450. Ich will da gar nicht so lange rumfummeln jetzt. Na also. Holt es euch gleich ab. Dann haben wir jetzt noch 10 auf dem Speicher. Das reicht leider nicht mehr. Und dann haben wir noch Metall. 103. Die hätten gern 60. Für 700. Was zur Hölle? War das jetzt mein Handy? Ja. Warum tut es das? Ach so, weil ich es auf Vibration habe. Und weil es hier auf dem Tisch steht. Das ergibt Sinn. Stellen wir es hier hin. Dann sollte es nicht mehr so laut vibrieren. So, 700. 650. Aber letztes Angebot. Na also. Hol's gleich ab. So, 43 haben wir noch im Speicher. Das reicht hierfür noch. 450. Komm. Tu mal nicht lang rum. Na also. Holt's euch gleich. Oder muss ich's liefern? Was ist Eco Elend? Aha, aha. Renew Materials. 24, wir haben aber leider nur noch 12, 48. Und da brauchen wir anderes Ruflevel. So, Marktplatz. Plastik Pellets.
Gut. Wir haben noch 6 Packungen. Die Zahlen 31. Für 9. 6 könnte haben. Da ist leider nicht dran zu verhandeln. Da ist es dann also. So, Papierrollen, 28. Oh, die wollen nur... Na, okay, dann nehmt ihr die 10. Und du kriegst noch 2. So. Dann haben wir noch Holzsägemehl. Hier. Der kriegt seine 22 Stück. Und dann kriegt ihr noch 8 Stück. So, dann sind die auch vom Hof. Und noch einmal gepresstes Metall. Hier für einen 10er. Sehr gut. Ich sehe schon, wir können hier viele Sachen produzieren. Very nice. So, 6000. Erstmal. Verhandlungsgeschick. Mehr tragen. 1250. Bisschen übertrieben. Upgrades. Ausrüstungen. Fabriklager Level 2. Oh, oh, oh. Da haben wir gar nicht weitergemacht. Da haben wir schon Stufe 1. Maschinenbereich und Lager für 800. Ja, das müssen wir machen. Und das sollten wir auch machen. Für mehr Platz für die Maschinen. Ja. Und nochmal einen Fahrer einstellen. Das ist teuer. Oh. Jetzt sind wir Levelaufstieg. Einen neuen Bereich. Gut, so kann man natürlich schnell um ein Ruflevel aufsteigen. Warum kann ich das hier nicht machen? Das Geld hätten wir doch noch. Achso, wir müssen erstmal die kompletten Fabrikgrenzen dann erweitern. So, aber jetzt gibt es wo sind sie? Nein, Laden. Erstmal gibt es die Lagerroboter. Oh ja. Oh ja. Roboter bewegen die Paletten, die du markierst, zu den verfügbaren Plätzen in deinem Lager. Verwalte die Kioske und leite deine Roboter, indem du die Paletten markierst, die bewegt werden sollen. So, lass mal sehen. Ach so, hier stellt man ein was und markiert. Und dann fahren die dahin und räumen... Da reicht ja dann wahrscheinlich einer, schätze ich mal. Lagerroboter? Wahrscheinlich gibt es da mehrere. So, das hier kostet 1250, aber wir sollten mal nochmal ein Maschinlein kaufen. Schmelzmaschine Plastik haben wir. Rollendingens für Dingens haben wir auch. Die können wir uns leider noch nicht leisten und die auch nicht. Da fehlt es noch an ein bisschen. Ein klein wenig. Ich könnte natürlich... theoretisch den Dinger leeren. Dann hätten wir gleich alles auf einmal. Den Container. Ich könnte natürlich auch theoretisch erstmal eine Folgenpause machen. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge den Container und den Roboter an, der da hinten irgendwo steht. Ja, ich glaube, das ist die beste Idee. Zumindest für mich. Euch nicht so. Aber egal, morgen ist schnell, das geht schnell. So, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Außer heute ist Sonntag. Dann sehen wir uns gleich wieder in einer Stunde. Beziehungsweise, wenn die Folge vorbei ist, die geht ja jetzt schon wieder 24 Minuten, dann sehen wir uns in nochmal ungefähr so 30 Minuten, 40 Minuten so um den Dreh zur nächsten Folge. Wenn heute Double Sunday ist. So wie jeden Sonntag. Denn jeden Sonntag ist Double Sunday. Und wenn heute nicht Sonntag ist, dann sehen wir uns morgen. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.